Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Heute mal etwas anderes als die sonstigen Skizzenbuchtouren. Heute zeichnen wir gemeinsam. Ihr könnt gerne mitzeichnen. Und zwar, ich wollte heute eine 3-Marker- oder 3-Farben-Character-Design-Challenge machen. Also einfach nur eine Challenge, wo man 3 Farben nimmt, um einen Charakter zu kreieren. So. Mit dem Cheatcode für Hautfarbe dazu. Mit musikalischer Unterhaltung von Mr. Cookie, so wie immer. Ja, ich nehme dafür diese Aquarell-Pinselmarker, also ganz einfache Aquarellmarker. Das sind nur so die billigen. Man kann natürlich auch Copics nehmen, ihr könnt auch Aquarellfarbe nehmen, Buntstifte, Gouache, Acryl. Mir ist auch Ölfarbe, wie man möchte. Ich kann noch ein paar Beispiele vorzeigen. Ich mache das in letzter Zeit etwas öfters, weil immer, wenn mir nichts einfällt zum Zeichnen, dann nehme ich mir halt blind 3 Farben raus aus dem Set, oder ich habe hier noch so andere rumfliegen mit so Pastelltönen dabei. Einfach 3 Stifte rausnehmen und dann gucken, was einem einfällt. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache, wenn man kein Bier hat oder keinen Bock hat, Anatomie zu üben. Ja. Also zum Beispiel, was haben wir hier denn? Hier ist zum Beispiel jetzt eine drin. Hier habe ich aber das nicht ganz ausgearbeitet. Und ein gruseliger Frosch. Ja, hier ist noch eine mit einer Hexe. Also meistens, wenn ich das für mich alleine mache, dann schreibe ich nichts dazu. Ich male einfach direkt los, was mir eben einfällt. Ich versuche heute dann mal meine Gedankengänge aufzuzeigen. Ja, ich mag diese Erdbeerschlange. Du siehst, ich habe es sehr oft gemacht in letzter Zeit. Sehr, 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 sehr oft. Ja, das war erst gestern noch. Das ist eigentlich auch ganz cool geworden, obwohl ich hier mehrere Anläufe gebraucht habe für diese Pose. Ich bin immer noch nicht zufrieden mit der Pose, aber das ist was anderes. Ignorieren wir das. Vielleicht klappt es ja heute. Das Skizzenbuch ist auch schon wieder fast voll. Also kommt bald wieder eine Skizzenbuch-Tour. Yay! So, kann man das denn auch richtig sehen? Ja. So, erstmal brauchen wir natürlich 3 Farben. Ich werde die jetzt alle rausholen. Bis auf Schwarz. Schwarz lasse ich immer weg, weil ich leine das sowieso und dann ist ja Schwarz dabei. Ich mache jetzt meine Augen zum Beispiel darin rumwühlen. Ich hoffe, dass ich 3 Farben ziehe, die sich nicht komplett ähneln und irgendwie auch zusammenpassen. Erstmal durchmischen. Ich habe auch wirklich meine Augen zu. Ich sehe auch nicht, was ich hier jetzt tue. Ich hoffe, ich schmeiße sie nicht gerade in alle Ecken. Hey, okay. Das Braun hätte jetzt nicht sein müssen. Gut, das ordentlich nachher wieder zusammen mit den Schritten. Also, ja, Braun, Lila, Blau. Bietet sich eventuell an, einen dunkelhäutigen Charakter zu zeichnen. Oder eben braune Haarfarbe. Das ist vielleicht ein Tiermenschen. Ich hoffe, meine Konstruktion hier wackelt nicht zu dolle. Dann wollen wir nochmal testen, was für Farbkombis wir hier rausbekommen, wenn wir die Farben übereinander schichten. Diese Methode ist ganz vorteilhaft, auch wenn ihr eine limitierte Farbpalette benutzt für ein Bild, könnt ihr einmal gucken,
was kann ich mit nur Orange und Grüntchen alles erreichen, weil da kommt ja auch Braun raus und so weiter und so fort. Entschuldige mich für die Lautstärke. Fertig mit Schreien. Na, hörst du wohl auf. Auf jeden Fall ist schon mal ein lila Ton verfügbar, aber ist ja von vornherein, ja klar. Und diese Mischtöne benutze ich manchmal, aber meistens auch nicht, weil ist so. Ja, das heißt überlegen, was kann man jetzt damit machen. Auf jeden Fall bei der Kombi aus Pink und Blau muss ich erstmal irgendwie an Kaugummi denken oder an so funky Kleidung. An ein bestimmtes Tier muss ich jetzt nicht denken. Es erinnert mich auf jeden Fall sehr an die Farbkombi von gestern. Das ist schon etwas ähnlich zu der Dame jetzt. Also, ich würde auch wieder an so eine Jacke dabei denken. Ich will nicht das gleiche Bild nochmal wiederholen, weil das wäre langweilig. Kaugummi. Ja, auf jeden Fall direkt in den Sinn kommt, wäre halt so eine funky Afro-Dame mit so knallbunter Kleidung. Eben auch wieder auf Rollerskates. Ich weiß nicht, irgendwie diese Farbkombi spricht für mich einfach so, schreit nach Rollerskates. Schreit einfach danach. Hose oder Rock? Hose oder Rock? Hose ist einfacher. Ich kurz sowas mit Kniestrümpfen kombiniert. Das ist ein sehr langer Hals. Ignorieren wir das. Ein Afro würde ich schon bunt machen. Pink oder blau. Vielleicht beide Farben.
Ich tendiere irgendwie eher zu blau. Ja, doch pink. Ich nehme erstmal blau. Die Hose würde ich in dem Fall lila machen. Oder andersrum. Dann wird das ein dunkleres Lila. So Character Designs mit so einer sehr kleinen Farbpalette, sind eigentlich auch immer sehr vorteilhaft, weil dadurch kann man die Farben halt öfters in der Zeichnung verwenden. Das wird das Ganze ein bisschen stimmiger. Also wenn ihr jetzt einen Charakter nehmt, der rote Haare hat, gelbes T-Shirt hat, blaue Hose hat, grüne Schuhe hat, dann auch pinke Socken dazu anhat, das wird den schon wieder sehr chaotisch. So wirkt das Ganze so ein bisschen, wie soll man sagen, heißt das? Ordentlicher? Das Mischverhältnis ist besser. Ich weiß es nicht. Also diese Idee finde ich schon mal ganz cool. Die Frage ist nur, fällt einem etwas anderes ein? Man kann ja auch von einem Tier ausgehen. Könnte auch nochmal ein Dino nehmen. Vielleicht ein blauer T-Rex mit ihr pinken Irokese, der ein Teddybären anstellt. Dann kann ich einen T-Rex aus dem Kopf zeichnen. Gott, das wird furchtbar aussehen. Ganz furchtbar. Ich entschuldige mich an alle Dinos, was ich jetzt tun werde. Ich glaube, ich habe noch nie einen T-Rex aus dem Kopf gezeichnet. Ist der überhaupt so bei nur? Fall haben die sehr kleine Arme. So viel weiß ich noch. Sieht auf jeden Fall sehr akkurat aus. Könnte beinahe ein echter Dino sein. Panka hier nur mit Teddybär. Muss mein Buntstift. Vielleicht einfach direkt einen Bär. Ich kann auch keine Bären malen. Thank you.
wären ein Tütü. Ich weiß nicht, wie man ein Tütü macht. Das ist ein sehr kurzes Tütü. Der Wer wollte das so. So süß ist es, dagegen kann man nichts sagen. Und das kann ich jetzt nicht immer weiter und weiter spinnen, bis ich vielleicht die ultimative Idee bekomme. Weil ich denke mal, ich nehme die Afro-Lady, weil die sagt mir bis jetzt am meisten zu. Dann muss ich nur noch eine fancy Pose finden. Dafür ziehe ich natürlich Pinterest zu Rate. Aber das mache ich dann mal eben. Ohne Kamera. So, ich habe mich für diese Pose entschieden. Ich werde jetzt versuchen, sie möglichst akkurat auf Papier niederzubringen. Obwohl ich schon so lange YouTube-Videos mache, komme ich mir immer noch richtig dämlich dabei vor. So, bei der Gelegenheit, wo ich wieder meinen Stift verloren habe. Okay, ich bin doch nicht verloren. So, ja. Ich werde mal den Anfang nochmal zu schauen. Ich glaube schon. Okay, ich werde wackelt jetzt nicht zu sehr, wenn ich hier anfange zu zeichnen. Falls ihr Probleme habt, damit Posen zu übernehmen, ist es immer schlau, direkt die ganze Pose einmal aufzuzeichnen in Strichmännchen. Ganz einfach und nicht direkt anzufangen, direkt hier anzufangen, den Kopf komplett detailliert abzuzeichnen und den Rest dazu zu packen. Einmal einfach zeichnen. Man hört den Krach vom Nachbarn nicht. Und Cookie ignorieren wir jetzt. Oder auch nicht. So, ihr Oberkörper ist ja relativ geradlinig. Ich wollte eigentlich noch bei Gelegenheit neue Tutorials machen. Ich andauernd neue mache, weil es mir immer wieder auffällt, dass sie wieder doof aussehen oder nicht richtig sind.
Ich glaube, was kommt denn? Das ist definitiv zu lang geworden oder zu kurz geworden. Und ja, ich werde irgendwo noch Videobearbeitung lernen. Und dann, ja, sitze ich hier nicht mehr still. Weil ich weiß noch nicht, worüber ich jetzt reden sollte. Ich könnte jetzt anfangen, über irgendwelche Manga-Dinge, Künstlersachen zu diskutieren, aber das ist nicht unbedingt meine Stärke. Darum lauschet den Geräusch des Bleistiftes, Buntstiftes auf Papier. ASMR-Zeichen. Das ist nicht richtig. Das könnte kurz sehr stark wackeln. Keine wirklich professionelle YouTube-Ausrüstung jetzt an Kamera. Ich meine, das ist einfach nur mein Handy, was an so einer Selfie-Stange festgemacht ist und einen Stiftebecher gesteckt, mit einer Hantel nach hinten gezogen wird, damit er sich komplett umkippt. Weil nicht so, dass ich jetzt so ein famer YouTuber bin, der voll krass hier YouTube-Dinge macht für die paar Skizzenbotouren, die ich mal mache. Weil ich, wenn ich irgendwann mal mehr Zeit habe und mehr Ideen, ein bisschen mehr Reichweite. Lohnt es sich denn auch mal eine Kamera zu kaufen, die ein bisschen mehr taugt? Kameras sind teuer, die sind nie günstig. Ich glaube, die Beine sind zu kurz. Sieht das so aus. Ich hasse sitzende Posen. Hier noch da. Also die Beine müssen mindestens so lang sein. Wir machen einmal kurz Pause, bis der Krach weg ist. Ich werde die Beine so lassen. Ich glaube, das müsste eigentlich richtig sein vom Verhältnis her. Ich glaube es.
trotzdem, das Gesicht verschwindet eh gleich, wenn ich da mit der Farbe drüber gehe. Chuck, Sneakers oder Ballerinas? Ich würde eher zu Chucks tendieren. Das ist Sneakern. Jetzt habe ich dann meistens immer die gleichen Schuhe. Damit kann ich leben. Okay, soweit die Skizze fertig. Ich tue es immer zuerst kolorieren und danach linen. Darum ist manchmal ein bisschen tricky, dann die richtigen Lines wieder zu finden. Aber ich finde es ein paar angenehmer, weil da muss man keine Angst haben, dass die Lines verwischen. Manchmal passiert das ja sehr gerne. So. Diese Character Design Challenge, bei der muss übrigens kein Charakter rauskommen, der komplett fertig ist. Also heißt mit Background Story, fortführender Story und Namen und Alter und Hobbys und bla 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 bla. Es ist eher so wirklich nur die Zeichnung an sich erstellen. Und wenn einem der Charakter gefällt, kann man ja sagen, okay, ich nenne sie jetzt, keine Ahnung, Lila, und sie ist eine Zeitreisende, die aus einer anderen Welt kommt und die Welt vor den Chaos schützen muss oder sowas. Weil generell mache ich eigentlich immer nur so aus Spaß die Charaktere. Also ich habe bis jetzt nur einen einzigen von denen behalten, die dabei entstanden sind. Kacke. Jetzt habe ich die. Wie heißt es denn jetzt? Ich habe die Strümpfe mit angemacht. Overknees, keine Ahnung. Okay, Planung, sie trägt keine Overknees. Das passiert, wenn man sich nicht konzentriert beim Zeichnen. Das ist kacke, dass da jetzt ein Schatten entsteht. Das war natürlich so geplant. Da das nur Billo-Marker sind, sind es nicht die besten Farbergebnisse, aber weil es halt nur so eine Rumspielerei im Skizzenbuch ist, stört mich das nicht großartig. Was wollte ich sagen? Ja, der einzige Charakter, den ich jetzt behalten habe, ist Frosch der Frosch. Weil den fand ich halt witzig. Ich zeichne ihn ab und zu immer noch. Aber immer wenn ich einen Grünton mit drin habe, dann muss ich automatisch an einen Frosch denken. Und weg ist das Gesicht. Das sieht gruselig aus.
Ich habe gar nicht über die Augenfarbe drüber nachgedacht. Ich gehe da nicht viel zur Auswahl. Natürlich auch ein Speed-Driving hier raus machen können, aber irgendwie hatte ich lieber Lust, ein bisschen noch dabei zu quatschen, auch wenn das jetzt nicht ein hoher Anteil an Quatschen war, aber okay. Ich glaube, ich habe schon so lange kein Speed-Driving mehr gemacht. Ziemlich lange. Obwohl die Speedrun-Videos immer die kürzesten Videos sind, dauern die am längsten zu machen, wegen der Verschnellerung des Videos. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Das Programm, was ich da benutze, ist irgendwie nicht so schnell, und da ich auch nicht wirklich Zeit habe, mich damit großartig zu befassen, kenne ich mich damit auch nicht so gut aus. Aber dann nutze ich mein bisschen Freizeit doch lieber zum Zeichnen und nicht mich mit Videoprogrammen zu beschäftigen. So. Ja, mit Kniestunden hätte es dem mega ausgesehen. Aber das ist dann jetzt zu spät. Also ich mache es nochmal neu. So, zum Linen nehme ich hier so Fineliner von HEMA. Das sind auch so ganz einfache Fineliner. Die sind aber gar nicht so schlecht. Also ich benutze das halt öfters, aber ich nehme sie auch halt nur für so Skizzenbuchsachen. Die würde ich jetzt nicht für eine richtige Illustration mit Aquarell oder mit Markern, weil die sind nicht tiefschwarz, die sind eher so ein bisschen gräulich. Also wie man es halt kennt von preiswerten Fineliner. Ist das scharf? Ja, scharf. Das Gesicht muss ich mal ein bisschen näher rangehen. So, ich habe das Ganze jetzt doch ohne Kamera geleint, weil ich mich da das Papier drauflegen musste, damit ich die Lines richtig hinbekomme. Ja, ich finde das. Der Charakter hat auf jeden Fall Potenzial, finde ich sie schon ganz cute. Wenn sie noch ein bisschen ausarbeitet. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten und euch nicht gelangweilt. Ja, ich versuche weiterhin in einer gewissen Kontinuität meine Videos hochzuladen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Lasst doch einen Daumen hoch da, für mehr ein Abo. Bye bye.